Willkommen zurück bei Metroid Prime 2 Echoes. Ich weiß, eigentlich habe ich gesagt, wir wollten nach Argon gehen. Und hier war ja der Transporter nach Torvos, über den ich gehen wollte, einfach nur mal, um zu gucken, nochmal, wie weit die Wege wirklich sind. Aber da ist mir was aufgefallen und jetzt lauschen wir mal alle ganz genau. Wir hören was im Hintergrund fiepen und man sieht hier ist wieder so ein akustisches Tor. Und hier oben sind die Transmitter. Ich habe dem bloß den Weg hierher gemacht und ihr seht es in meinem Leben, ich habe mich um die Drohnen gekümmert. War nervig, aber ich denke mal nicht, dass sie mir das übel nehmen, dass ich die jetzt offscreen kurz gemacht habe. Hä, wo ist denn da die Quelle? Ah ne, das wird irgendwo reflektiert, da oben. Ich denke mal, das ist dann hier wirklich der richtige Weg, den wir gehen sollen. Und nicht der über Argon, das wird wahrscheinlich wirklich nur ein Upgrade sein, da gibt es auch keine großartigen Räume mehr. Ah, und da kommen wir zu einem Portal. Zu wissen. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier erkunden können und ob wir jetzt wirklich zu dem Upgrade kommen, was ich noch im Kopf habe. Viel fehlt da wirklich nicht mehr. Oh, nicht schon wieder die Dinger. Obwohl, waren die nicht. Obwohl, nee, wenn die so eine Aura haben, sind die ja nicht wirklich verwundbar, oder? Ja, doch, ich glaube, ich nehme lieber den Lightbeam. Ich glaube, der macht ordentlich Schaden gegen die Viecher. Ist das schon, ne, oder? Okay, der ist platt, das ist super. Ah, ne, das. Oh, ich habe die Zeit verpasst, wo er verwundbar war. Jetzt, ach komm, als ob ich immer nur einen Treffer reinkriege. Was ist das denn? Ah, aber dabei sind sie auch verwundbar. Wie schön. Und so, dann gucken wir doch mal. Von hier kommen wir ja. Oder? Dann ist halt eben nochmal so eine Tür. Ah, auch ein akustisches Sicherheitssystem. Dann gucken wir doch mal. Hier hinten ist eine Schüssel. Ich finde das schade, dass man die echt nicht abschießen kann ohne den Echo Visor. Weil man sieht sie einfach, sie sind so offensichtlich. Ah, fehlt noch eine. Sonst waren es immer nur drei. Egal. Betriebseinheit aktiviert. Transporterplattform verbleibt in oberer Position. Ach, jetzt können wir hier nach unten durch. Ah, und hier ist ein Portal in den hellen Äther wieder. Gut zu wissen. Frage ich mich, wo wir jetzt rauskommen. Da müssen wir doch irgendwo innerhalb der Röhre rauskommen, oder? Ja, ah, und eine Spider-Ball-Schiene. Wie schön. Okay. Was ist das? Oh, da hinten ist was. Wie soll ich denn da Bomben legen, um das zu erwischen? Das bewegt sich doch viel zu schnell weg. Oh, springen! Oder vielleicht. Ist das eine Idee? Nein! Ah, das könnte hindern, dass ich mit dem Boostball rüberspringen muss und es dabei zerdepper. Nein! Autsch, was hat mich denn jetzt erwischt? Und jetzt mal wieder so ein rotes Ding. Ah, da. Hä? Warum verfehle ich das denn die ganze Zeit? Habe ich einen Knick in der Optik? Hey, komm, als ob das jetzt zwischen den beiden Dingern ist. Nein! Oh, ouch! Was ist das denn? Jetzt, ja. Ach, und das macht auch. Explodiert zumindest. Also, scheine ich damit nicht falsch zu liegen. Ich hätte heute Ziel, was zu trinken sollen. Ach, ganz ehrlich, was ist das denn? Aha, Treffer. Ha. Nein, hä? Es war doch direkt vor meiner Nase. Wie kann ich es dann verfehlen? Ach komm, als ob es jetzt weggezogen wurde in dem Moment, wo ich gesprungen bin. Ah! Angriff von dem komischen Schnabelding. Ja, Treffer. Wie viele kommen denn da noch? Irgendeine Zentraleinheit. Ha, Treffer. Okay, und nun?
Ah, nicht Spider-Volcino. Ah, ne, nicht nochmal, oder? Und jetzt unterbrochen, dann kann ich ja wirklich nur hin und her springen. Nein! Was ist das denn? Warum treffe ich diese roten Stäbe so schlecht? Ja, geht doch. Ist das hier ein Bosskampf gerade eigentlich? Hä, warum bin ich so weit darüber gesprungen in die Richtung? Jetzt mal ehrlich, ist das ein Bosskampf oder? Es hat keine Lebensanzeige, keinen Namen, scannen konnte es logischerweise als Morphball auch nicht. Im Gegensatz zum Spider-Wächter, da hatte ich ja die Chance wenigstens am Anfang einmal kurz. Auch wenn ich mich immer noch über die Chance in Anführungsstrichen ärgere. Okay, der war dumm, das gebe ich gern selber zu. Ja, ha, getroffen. Haben wir schon wieder die Zentraleinheit? Der macht aber ordentlich Schaden mit der Zeit, oder? Yo. Und hier ist, glaube ich, das Spider-Wolchino. Yo, passt. Okay, und noch eine Phase. Irgendwann ist es mal gut, Spiel. Nein. Treffer. Weg hier. Ha, Treffer, aber er mich auch. Zwei schnellige Schwert und wieder Treffer. Langsam kriege ich den Dreh raus, glaube ich. Und schon wieder die Zentraleinheit oder muss ich erst noch einen der roten Stäbe platt machen? Das war eher Zufall, weil ich ausweichen wollte, aber ich beschwere mich mal nicht. Ach, und jetzt geht's hier weiter. Bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Ah, hier oben gibt's ja theoretisch auch nochmal eine Spider-Ball-Schiene. Kommen wir aber so nicht dran. Okay. 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 Ah, jetzt kommen wir hier zu der Tür und da geht's sie auch auf. Cool, gibt's ja auch irgendein Terminal, womit ich auch einen Rückweg wieder freischalten kann? Na, scheinbar muss ich dann immer den langen Weg durchgehen, wenn ich hier durch will. Oh, schon wieder akustische Barriere. Ach, sogar nur ein Ding. Wie gesagt, die Dinger sind eigentlich so offensichtlich. Ich weiß nicht, warum man da unbedingt so ein Rätsel einbauen muss, aber nun gut. Aber da sehe ich einen Missile-Container. Ich versuche mal den Gang zu verfolgen. Guck mal, da gibt es so eine Art Einstieg hier. Ich glaube, durch den linken Gang muss ich. Hier durch den rechten. Okay, jetzt weiß ich aber nicht weiter. Doch, Treffer. Aber sonst gab es hier doch nichts drin, oder? Nee, glaub nicht. Und da sind wir wieder unten. Ich kann jetzt mal auch in Ruhe gucken, während wir da hochgeschossen werden, aber nee, ich glaube, sonst ist da nichts versteckt. Trotzdem ganz cool. Ist hier sonst noch was? Nö. Na, nach dem Kampf kann ich Leben echt wieder gut gebrauchen. Die hat so viel Schaden gemacht. Okay, großer offener Raum. Kann ich den schon ein bisschen aus der Entfernung snipern? Ha, Treffer. Nein, Schutzschild, Mist. Ich muss ja aufspringen, oder? Ach, dann zieh ich halt eben auf den anderen, wenn du gerade nicht anvisierbar bist. Ja, ist gut. Neustart, bitte, danke. Oh, die Super Missiles sind echt ein Segen. Ach komm, als ob schon wieder. Oh, diese Viren sind echt nervig. Und komm, als ob der in dem Moment den Schild aufmacht. Was ist es denn hier? Oh, nehme ich halt den Schaden, ich will ihn platt machen. So, zack. Zack und weg. Inschrift. Aus der finalen Phase, Zwielicht. Die wenigen, die übrig blieben, versammelten sich im erhabenen Tempel. Und bis auf Umos, den letzten Hüter des Äthers, gingen sie alle in lebenserhaltende Stasis über. So würden sie verfallen, um einst nach dem Untergang der Ing erweckt zu werden oder im ewigen Schlaf zu ruhen. Seine Schützlinge in Sicherheit erwartete Umos den letzten barbarischen Ansturm. In der Stille des erhabenen Tempels flehte er im Gebet um Rettung, um die Erlösung von den Ingen. Oh Mann, es ist ja echt düster hier alles. Ah, die Rettung kam auch in Form von uns. Fühl ich mich auch irgendwie gut.
Gucken wir mal, was es hier so gibt. Also. Okay. Ah, hier gibt es eine Tür. Doch, ich steuere es mal dahin. Okay. Okay. Energietank. Energietank her, der wird her damit. Yay. Lange her, dass wir einen gefunden haben, oder? Ich will mich definitiv nicht beschweren. Ach, und hier ist doch dieser. Der lange Schacht, über den wir nicht kamen. Und hier gibt's eine Konsole. Ah, und jetzt kommt der Grapple Beam runter, den wir schon mal gesehen hatten, wo man nicht dran kann. Und dann können wir hier rüber hin und her. Dann müssen wir wirklich nicht immer den langen Weg gehen. Ja, genau. Die Stelle kennen wir ja, da sind wir schon mal in den Tod gestürzt. Das Lasso-Schwingen macht aber auch Laune mit Samus. Ah cool, dann brauchen wir jetzt wirklich hier eine Abkürzung hin. Auf. Ach, als ob die Dinger wieder da sind. Was ist das denn? Hätte ich das gewusst, hätte ich mich hier erstmal weiter umgeguckt. Komm, Schild weg, mach schon. Danke. Für den anderen nehme ich gleich den Dark Vision. Dann kann er sich auch nicht von meinem Vision verziehen. Zack. Sieht man den Schild auch im Dark Vision? Ja, laut und deutlich. Weg damit. Feuer. Hey, kann ich ihn damit auch nicht anvisieren? Aha, aber im Echo Vision kann ich ihn anvisiert behalten. Oder doch nicht? Hä? Egal. Zack. Das war's jetzt aber. Hat lache viele Missiles gekostet, aber nun gut. Aber hier gibt's eine Spider-Bolt-Schiene. Gucken wir doch mal. Weg nach oben und einen Weg hier lang. Gucken wir erstmal hier. Aber ich glaube, das ist hier auch wieder ein Rückweg. Ja, mit dir kümmere ich mich jetzt nicht. Hier ist wieder so ein akustisches System, aber dafür brauchen wir noch irgendwas, um das zu bedienen. Und hier ist die Tür, die da zum Vorhof von dem Tempel führt, okay. Ne, dann weiß ich, wo wir sind. Dann brauchen wir hier nicht weiter gucken. Und ich hoffe inständig, dass jetzt nicht die Gegner wiedergekommen sind. Nö, oder? Ich kann langsam nicht mehr. Lieber das Echo Vision behält die. Ich weiß nicht, ob ich anvisiert habe. Ich glaube eigentlich, ja. Ah, meine Super Missiles treffen nicht, ne. Ah, jetzt ist er wieder sichtbar. Kann ich den hinten auch anvisieren? Ne, kann ich nicht. Ach, dann gucke ich so. Vielleicht lässt er mich auch in Ruhe. Okay, hier landet eine Bombe hoch, würde ich sagen. Jo. Ah, da sind richtig viele Spider-Bolt-Schienen. Seht ihr das da hinten an der Wand? Da irgendwie. Und da ist eine, eine Bombenmulde. Und dann gibt es hier noch Wege. Kann ich mich jetzt um das Ding kümmern, wenigstens? Eine. Wenn das so weitergeht, gehen mir langsam echt die Missiles aus. Dabei haben wir mittlerweile sogar schon einen Vorrat von 120. Als ob es in dem Moment sich verzieht. Das ist doch nicht der Ernst des Spiels, oder? Okay, jetzt ist aber wieder anvisierbar. Theoretisch zumindest. Ach, ich mach's jetzt mit Charge Beam, danke. Okay, gucken wir mal, wo uns die Kanone hinbringt. Okay. Ist alles ziemlich simpel gerade. Das ist so eine lange Röhre. Okay. Ach, da muss ich eine Bombe im richtigen Moment teilen. Vielleicht, wenn ich die hier hinlege und auf der. Ah, ne, die bewegt sich weg. Okay, wie lange braucht die denn zum Explodieren? Ah, guck mal, hier wahrscheinlich auch vom Spiel gedacht, also diese kleinen Streifen, dass die so ein bisschen andeuten, wo man die Bombe legen soll. Ja, das passt perfekt. Wäre auch sonst, glaube ich, sehr gemein. Ich habe schon aus dem Augenwinkel gesehen, unser Gefahrenmeter geht auch hoch. Wir dürfen da die roten Dinger hinten nicht berühren. Muss schon ziemlich gutes Timing sein. Sind wir jetzt in der Röhre? Ah ne, dahinter. Guck ich doch erstmal, was die Bombenmulde macht. Ach, und da wird ein Portal frei. Cool, guck ich gleich nach, aber ich will erstmal noch die andere Richtung gehen. Nachher sind die Gegner wieder hier und dann muss ich die zum mittlerweile vierten Mal besiegen. Ja, ich glaube vierten Mal. Irgendwann reicht's dann aber auch mal. Ach. Warum, was war das eben? Warum bin ich da fast in den Tod gestürzt? So, zack. Dann kommt man da wahrscheinlich noch zu den anderen Rädern hoch.
Ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Ich vermute mal, das ist dann eher nur ein kleines Upgrade, wie ein Missile Container oder so. Oder ein Powerbomb Container, der war natürlich mal wieder nicht schlecht. Ich finde ganz cool, dass man theoretisch auch auf den Rädern sich wegbewegen könnte. Also wenn man jetzt die Bombe schlecht platziert, dass man trotzdem noch davon kommt. Aber wir versuchen es natürlich beim ersten Timing. Ja, passt. So, dann ist noch den gut gesetzt. Zack. Und wir sind drin. Ah, und hier geht auch ein Weg lang. Ah, Container für Beam-Munition. Das ist natürlich super. Das erhöht gleich um 50% unsere Kapazität und das können wir sehr gut gebrauchen. Ah, und hier kommen wir in die Röhre wieder runter. Und auch gleich bei dem dunklen Portal, in dem ich gerade hänge. Das ist sehr unangenehm, schnell aktivieren bevor. Oh, das war eben akustisch sehr unangenehm. Muss ich zusehen, ob ich das vielleicht im Video sogar noch runterdrehe gerade. Na egal, gucken wir mal, was es hier im dunklen Äther gibt. Eine Schutzzone. Ach, da hinten ist ein Schlüssel. Und links die Tür ist nicht aktiv. Wir sind im Flug, in der Flugausbildungsstätte, okay. Achtung, nicht dunkle Kommandopiraten, ne. Keine Lust und Laune. Ich gehe jetzt hier durch die Tür. Könnt mich mal. Ah, hier gibt es wieder relativ viele Prets. Zum Rüberangeln. Ach, wisst ihr was? Dann probiere ich mal aus. Das Zielsuchsystem haben wir schon nicht mehr benutzt und das müsste da eigentlich richtig gut funktionieren. Ja, hat fast alle gleich automatisch erledigt. Plus, nein, muss ich nochmal manuell abschießen, aber das war effizient, würde ich behaupten. Kann ich eigentlich auch meinen Charge beamen? Ja, kann ich. Dann sammle ich hier mal die Raketenmunition ein. Zack. Habe ich einen übersehen? Ja. Ach, egal, ist nicht so wichtig. Ah, und hier kommen wir wieder in den hellen Äther. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier finden. Wie gesagt, im Moment habe ich so gar keine Ahnung. Okay, kommen wir erstmal wieder hier hoch. Ach, einen weiterführenden Gang. Nicht schlecht. Oh, nicht schon wieder so ein Teil. Erstmal ein Supermissile. Dann aufladen, während er den Schild macht. Ich werde jetzt keine Supermissile hinterher. Den Rest mache ich jetzt mit Charge Beam. Vor allem, weil ja eh das Anvisieren nicht mehr funktioniert. Zack und erledigt. Meine luminotische Tresorkammer. Aus diversen Superlegierungen, die alle am luminotischen Ursprung sind. Kein bekanntes Waffensystem kann das zerstören, okay. Ah, da ist irgendein Goodie drin, da will ich natürlich ran. Gucken wir doch mal. Bombenmulde. Also einfach wird es ja nicht sein, dass es sich damit öffnet, oder? Ah ne, da gehen irgendwelche Laser an. Und ihr habt gesehen, oben sind so Empfänger. Die muss man schalten. Hier ist eine Konsole. Ah, jetzt wird die Brücke runtergesetzt. Wie kommen wir denn dann überhaupt zurück wieder? Egal. Erstmal weitergucken und dann schauen. Ich glaube mir, ich ja wirklich zu erinnern, was wir hier finden und dann ist klar, wie wir den Rückweg meistern können. Aus dem Super Metroid Let's Play sollte man auch schon erraten können, was wir jetzt finden, aber ich bin mal leise. Okay. Wie komme ich jetzt hier lang? Ah, ich komme da schon ran. Zack. Ja, und hier kann ich jetzt wieder ein Portal aktivieren. Hä? Komme ich nicht mehr oder minder von hier gerade? Das ist wirklich der gesamte dunkle Äther nur gewesen, um da einmal rüber zu kommen. Scheint so. Oh, die kennen wir noch gar nicht. Dunkle Goliath-West in Individuen. Von Finstling besessener Luftjäger. Das Zellinsekt hat durch Ing-Symbiose an Stärke gewonnen. Es verfügt weiterhin über die Fähigkeit, seine Ziele mit Energieladung zu beschießen. Ja. Also einfach nur die dunkle Variante kennen wir ja schon aus relativ vielen Gegebenheiten, aber ich wusste gar nicht, dass wir die dunkle Goliath-Wespe noch nicht gescannt haben. Okay. Und jetzt können wir hier auf die Plattform hüpfen. Irgendwas habe ich gerade. Oh, ist das Ding echt schon wieder da?
Ist das wirklich notwendig, Spiel? Ich bin auch gesprungen. Das ist ein Super Missile und das war's zum Glück auch schon. Ah, und da können wir die Dinger drehen. Ich denke mal, das müssen wir dann mit allen Vieren machen, ist okay. Oh, wie viel gibt's denn den Dingern denn hier? Ja, Schild weg, Super Missile. Ausnutzen, dass er gerade noch angreift. Nachschuss und gewonnen. Sprünge sind zwar recht knapp bemessen, aber ich finde, es geht. Okay, aber wenn es jetzt wirklich dabei bleibt, dann von alle vier Dinger zu drehen, ist es ja nicht kompliziert, oder? Ist bloß nervig, immer diese ganzen Ewigkeiten langen Wege abzuspringen, aber gibt Schlimmeres meiner Meinung nach. Und die Dinger nerven natürlich ohne Ende. Super Missile. Komm, einen Charge spielen noch und dann ist das Ding platt, oder? Ach komm, weich nicht aus. Was ist das denn hier? Geht doch. Zack. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es wirklich so simpel ist. Kann ich das Ding jetzt eigentlich auch schon mit einer Super Missile beschießen? Ah. Scheint ja nicht so zu sein. Kann es aber. Zack. Komm, mach dein Schild weg. Ach, komm schon. Ein Schuss, yo, passt. Die Sprünge jagen mir hier echt einen kleinen Herzinfarkt ein. Die sind so knapp bemessen. Und der Boden ist einfach so abgrundlos. Egal. Jetzt haben wir alle Dinge gedreht. Jetzt müssen wir wieder zurück die Bombenmulde aktivieren. Ach, und dafür müssen wir jetzt wieder durch den dunklen Äther durch. Bisschen nervig, aber ist halt so, gibt Schlimmeres. Es ist das, was ich denke, und dafür lohnt es sich allemal. Und damit haben wir dann wieder ein paar neue Wege zum Erkunden offen. Und das ist der Sinn und Zweck der Upgrades überhaupt. Okay. Ich überlege, um die Goliath-Wespen sich zu kümmern, da gibt es wahrscheinlich weniger Sinn. Ich schwinge mich jetzt hier einfach durch. Wie ein cooler futuristischer Indiana Jones. Portal aktiviert und durch. Fast flüssig, aber auch nur fast. Jetzt ist hier zum Glück nur über die Brücke gehen. Ich hoffe inständig, dass es jetzt das mit dem Rätsel war. Wenn wir jetzt nochmal hin und her wechseln müssen und vor allem wieder diese komischen Kugeln platt machen müssen. Vor allem so viele Missiles haben wir ja gar nicht mehr. Ah, das klang doch gut. Ja. Passt. Und Kenner der Serie sehen es schon. Wir erhalten die Screw Attack. In dem Fall kann man einen Space Jump ausführen, immer wieder mit B, um die Screw Attack auszuführen. Es ist in dem Fall nicht ganz die Screw Attack Attacke aus Super Metroid, sondern kombiniert mit dem Space Jump auch gleich weiter. Es ist auch nicht ganz so mächtig, weil ihr seht, man kann die Richtung nicht dabei wirklich ändern. Und ich glaube, es ist auf 5 Sprünge in Folge beschränkt. Es ist natürlich trotzdem unglaublich mächtig. Und damit können wir auch hier so große Übergänge problemlos überwinden. Plus blöd, dass ich irgendwie immer irgendwo gegenpralle dabei. Genau, dann gibt es auch gleich passenderweise eine Stelle. Jetzt sind die... Ach, sind es dunkle Krümmer aufgeraten? Egal, wir haben sie schon gescannt. Ja, sehen aber sehr dunkel aus. Aber eine Super Missile reicht pro. Ist ja gut. Also dann sind wir hier ja eigentlich auch durch. Als ich das erstmal gespielt habe, habe ich richtig lange gebraucht, um mit dem richtigen Timing mit der Screw Attack zurechtzukommen.
Ah, mittlerweile, ah, jetzt weiß ich ja, wie es geht, und ich habe ja auch bei Super Metroid damit schon viel geübt. Und da klappt es eigentlich ziemlich gut. Es gab hier doch auch eine Stelle, eine Kluft, wo wir nicht rüberkamen vorher. Ich denke mal, das wäre sinnvoll, sich jetzt die anzugucken. Und dann können wir jetzt hier natürlich auch schnell hin und her durch. Aber der war knapp. Ich überlege bloß, wo die Stelle war. War die eigentlich hier im hellen oder im dunklen Äther? Ich denke mal, ihr wisst auch, welche Stelle ich meine. Was ist das Ding? Der große Abgrund? So eben. Ah ne, da kommen wir gerade her. Kann sein, dass es eher im dunklen Äther war, was ich gerade im Kopf habe. Ich guck mal. Tempelzugang des Nestes war es logischerweise nicht. Ne, da waren wir eben. Obwohl hier. Oder war das mit dem Schlüssel? Ne, Flughausbild. Eine dunklen Flughausbildungsstätte. Da können wir natürlich mal gucken, ob es da dann noch andere Wege gibt. Also wieder zurück. Und gucken, ob das wirklich so gut funktioniert, hier rüber zu kommen. Jo, problemlos. So gefällt mir das doch. Wieder diese chinesische Kanonensequenz. Ich finde es eigentlich ganz cool und vom Prinzip her lustig gemacht, aber es dauert einfach so lange. Ja, macht euren Lärm. Hä, warum ist es denn der Space Jump gerade nichts geworden? Jetzt aber. Doch. Ist ja zum Glück nicht so schlimm, wenn man hier in den bodenlosen Abgrund stürzt, aber trotzdem ärgerlich. Stimmt, dann gab es dahin den Schlüssel, den wir sammeln konnten, und da war, glaube ich, aber auch noch eine Tür in der Nähe. An die Kommandokarten kümmere ich mich jetzt auch nicht. Ah, da ist ja eine Barriere drumherum. Dann gucke ich mal hier oben, weil da gab es eigentlich noch eine Tür lang. Ich hätte das ganz gerne erstmal in die Schutzzone kurz. Na, hier geht's ja auch nicht weiter. Müssen wir da irgendwie durch die Tür, also durch ein Portal in der hellen Welt? Ist das ja da die Wachstation von unten? Aber da im Gerüstkomplex gibt es theoretisch auch auf der Höhe eine Tür. Also dann würde ich da erstmal gucken, glaube ich. Ich kann auch jetzt hier auch einfach durchhüpfen und unten das Portal in den hellen Äther wieder nehmen, oder? Muss ich jetzt hier nicht zurücklaufen zur Flugausbildungsstätte? Aber ja, die Bimunition macht sich jetzt schon bezahlt, habe ich das Gefühl. Aber ich überlege, ob man da jetzt so einfach hochkommt, aber muss hier. Ich bin halt eben wirklich gerade die ganze Zeit im Überlegen, ob das der richtige Weg ist. Wie gesagt, ich habe halt eben noch die andere Stelle im Kopf gerade, wo man da auch so eine Schlucht hier überwinden musste. Keine so eine große halt eben. Ich weiß halt eben partout nicht, ob das jetzt im hellen oder im dunklen Äther war und wenn dann wo. Eigentlich Quatsch, hier nicht das Portal, sondern da hinten den Aufzug runter und dann. Aber dieser Rückschlag, wenn man irgendwo gegenprallt, ist echt brutal. Vielleicht der rechte Weg geht ja mal schneller runter. Naja, auch so mittelmäßig. Ja, wäre schön, wenn es wirklich einen Weg gäbe, der einfach nur einmal recht einfach runter durchfällt, aber nun gut. Ach, das sind hier wieder die Kugeln, auf die habe ich jetzt gar keine Lust. Stimmt, vielleicht kommen wir da jetzt hoch, indem wir da den Transporter angehoben haben. Stimmt, da haben wir doch hier die Ebene nach oben geschoben. Ach, jetzt sind hier wieder die dunklen was war das? Inkommandanten, egal. Tür ist offen. Ah. Das habe ich nur aus Erinnerung. Das sind Space Jump Wände, wo man einen Walljump hochmachen kann, wenn man den Space Jump hat.
Schade, dass das eigentlich nicht erklärt wird, weil so grundlegend simpel finde ich, ist es nicht, das zu erraten. Wie gesagt, ich kenne es und deshalb kein Problem, aber trotzdem, ein Hinweis dazu wäre, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Ach, und so kommen wir hier zu dem Schlüssel. Das ist schon der zweite vom dunklen Tempel. Ich denke mal, wenn wir hier das aktivieren, geht die Barriere weg. Ja, also dann haben wir ganz ordentlich was geschafft heute. Wir haben die Squirtec gefunden, was ich nur begrüßen kann. Ah, und hier gibt es auch nochmal so eine Squirtec-Wand. Und wie gesagt, wir haben den Schlüssel. Okay, jetzt bin ich hier oben. Mr. Container. Auf den letzten Verabschiedungen sogar noch was gefunden. Wie gesagt, also an einer Stelle habe ich noch einen Kopf. Ich denke, zu der, die werde ich suchen, wo die genau war. Jetzt offscreen. Und dann sehen wir uns dort im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao.